Servus Leute, Vlog-Time! Es ist wieder soweit. Der nächste Vlog, Freitag, der 18. Oktober 2024. Unsere Sommerpause ist vorbei. Ja, wir hatten eine Sommerpause. Aber es geht weiter mit unserem Projekt. Was ist Thema? Mal wieder Kameras. Ich kann es ja gar nicht oft genug sagen, Kameras. Ich habe eine neue Kamera wieder besorgt, damit wir jetzt wieder auf dem Stand sind und überall das gleiche Modell haben. Jetzt ist aber Folgendes passiert. Wir haben die letzten Streams gemacht, die waren eigentlich ziemlich cool. Aber mir haben ein paar Sachen nicht gefallen, und zwar die verschiedenen Kameraperspektiven, die wir haben. Wir haben ja so eine Hauptansicht, die kommt von hier hinten, wo ich jetzt gerade sitze. Ich sitze ja gerade am Pokertisch auf dem Dealerplatz. Die schießt so gerade runter auf Seat 4 und 5, direkt hinter der Kamera hier. Dann haben wir zwei Seitenansichten und wir haben eine Gegenansicht, die den Dealer und Seat 1 und 8 hier ins rechte Licht drücken. Das sieht aber alles ziemlich ungleichmäßig aus. Und mein Stilberater in Sachen Lebenskünste, Outfit und sonstige Angelegenheiten hat gesagt, wäre doch sicherlich eine gute Idee, wenn wir da nochmal dran arbeiten. Danke, Kevin. Genau, deswegen bin ich hier und hänge die Kameras um, damit wir jetzt ein homogenes Kamerabild haben. Schwer zu beschreiben, auf alle Fälle, wir machen es anders, dass es besser aussieht. So, und damit geht's los. Mache jetzt aber trotzdem noch eine Stunde, dass ich zumindest mal alles abbaue, dass wir alles hier auf dem Pokertisch liegen haben. Und morgen am Samstag fange ich dann wieder an aufzubauen. Alles da, viel Spaß. So, jetzt muss ich mal kurz hier so ein paar Kabel rausholen. Ja, das ist viel. Oh, Scheiße, muss ich auch noch so abbauen. Fuck. Super. Ein großer Spaß. So, nachdem mir kurzzeitig die Lage entglitten ist, Kabeldschungel, also, ich glaube, die zwei Kabel können drin bleiben. Ja, fantastisch. Zum Glück ist der Carlos gerade nicht da. Kriegt er den ganzen Scheiß nicht mit. Okay. So, die alte Webcam hier kann aber auch weg. Oh, das ist wieder was genau das Richtige für mich. So Minischrauben, die ich eh nicht sehe. So, dann noch das Kabel. Ah, auch geil. Das haben wir einfach ohne Dübel in die Decke geschraubt. Perfekt. Gipskarton und gib ihm. Gib's ihm. Naja, weg ist weg. Kabel sind raus, zumindest mal das meiste. Die Kameras habe ich ja alle abgebaut. Hab da ganz schön Beute gemacht. Ja gut. Jetzt rupfe ich noch ein paar andere Sachen raus. So, jetzt ist das Kabel hier. Auf. Hauptsache 10.000 Klettbänder drum. Auf. Und dann würde ich sagen, für heute ist mal dann gut, wenn ich alles abgebaut habe. Vielleicht mache ich noch so einen kleinen Kameratest. Ich hab's. So, Perspektive mal kurz schauen. Jawohl. Nee, halt, stopp, jetzt. Aber dann ist auch mal gut für heute, ne? Morgen geht's dann weiter. Also, okay, jetzt muss ich einpacken. Scheiß drauf, ich geh jetzt zum Meckes und hol mir was zu essen. Damit für heute. So, Samstagmorgen, da bin ich wieder. Aber irgendwie ist gar nichts passiert. Also hat gar keiner fertig gemacht heute Nacht. Ja, gut, dann lege ich mal los. Kameras aufhängen. Anschließen, verkabeln, Kabel legen. Und so weiter. Und dann gucken wir mal, dass dieses ganze Chaos verschwindet. Los geht's. Geht das? Geht, glaube ich. So, ich war jetzt mal kurz im Bauhaus, wie immer. Bauhaus, Ding, 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 Ding. Kurz noch Kabelkanäle und Schrauben besorgen und mir dabei den, Achtung, hier, Finger aufreißen. Naja, egal. Genau, ich mache jetzt noch Kabel verlegen, denn die Kameras hängen. Kann ich denn hier die Kamera umschalten? Nee, wahrscheinlich nicht. Mache ich gerade mal. Moment. Kabel und so. Kabel, Kanal. Habe ich extra gekauft. Sonst gibt es ja wieder Ärger mit Menges. Das will ja keiner. Deswegen schön Kabelkanal. Hier Menges schön extra in Braun gekauft. Ne? Hier, weiß Bescheid, ne? Nur das Beste. Alles da. Sonntagmittag. Jetzt bringe ich das Ganze zu Ende. Habe ja gestern Probelauf gemacht. Jetzt muss ich am PC noch diese ganzen Quellen abändern und Einstellungen ändern. Mache ich jetzt gleich, dann sollte das Ganze weitergehen. Licht an,
Zum Mittag habe ich gerade gegessen. Was ich aber festgestellt habe, was das Gute ist, ich habe ja extra für den Umbau hier auf Amazonien Kabel bestellt. Und ich kann euch sagen, alle Kabel, die ich bestellt habe, habe ich nicht gebraucht. Und alle Kabel, die ich gebraucht habe, habe ich nicht bestellt. Also habe ich wieder richtig gut gemacht. Das heißt, die ganze Scheiße geht wieder zurück zu Amazon. Danke fürs Gespräch und ja, keine Ahnung. Ich habe es jetzt irgendwie mit dem Bestand hingekriegt. Ist nicht so geworden, wie ich wollte. Aber es funktioniert. Das ist die Hauptsache. Ja, schade. Editing Holger hier. Ich sitze gerade am PC und merke, dass das schöne Fazit, was ich aufgenommen habe hier, um den Vlog zu beenden, leider nicht aufgenommen wurde. Perfekt, Holger. Also mache ich das jetzt kurz aus der Hüfte, aus der kalten. Ja, Umbau hat gut geklappt. Wir haben jetzt die neuen Perspektiven. Ich blende euch einfach mal die alten Perspektiven ein, dass ihr das seht. Oben, unten, links, rechts und im Vergleich dazu unser neues Setup mit den Diagonalen. Da kann ich leider nur Screenshots einblenden, die ich dem Kevin mal geschickt habe. Aber im nächsten Stream könnt ihr euch das alle sehr gerne angucken. Ich bin gespannt, wie es ankommt, wie es aussieht in live mit bewegten Bildern, mit Spielern. Bin aber guter Dinge und denke, das ist eine ordentliche Verbesserung. Sollte alles besser aussehen, hoffe ich zumindest mal. Gut, damit ist der Blog zu Ende. Blog, Vlog, was auch immer. Vielen Dank fürs Zugucken. Wer noch nicht abonniert hat auf YouTube, kann gerne ein Abo anklicken. Kostenlos, zwinker, zwinker. Und schönen Sonntag. Tschüss. Ab an den PC, alles fertig machen und dann ist alles gut.